Guten Tag, hier ist wieder der Lagebericht aus dem Krisenstab beim Landkreis Leer. Es ist so, dass wir heute 44 Fälle zu verzeichnen haben. 3 neue Fälle sind hinzugekommen. Insgesamt haben wir auch 3 Patienten, die in Kliniken untergebracht sind. Und insgesamt sind 123 Fälle heute in Quarantäne. Ja, es sind besondere Zeiten und besondere Zeiten brauchen auch besondere Maßnahmen. Und hier ist es so, dass ich mich bei den Unternehmen im Landkreis sehr bedanken möchte, aber auch darüber hinaus, die uns mit Gütern versorgen, die uns Masken anbieten, dass wir diese dann über den Krisenstab auch verteilen können. So ist zum Beispiel auch eine Produktion von Desinfektionsmitteln im Landkreis Leer angelaufen, wo Unternehmen gesagt haben, wir haben die Rohstoffe und ein produzierendes Unternehmen gesagt hat, wir übernehmen die Produktion. So können über 2000 Liter Desinfektionsmittel hergestellt werden. Dafür meinen herzlichen Dank, das ist wirklich sehr großzügig. Und es wird auch zu normalen handelsüblichen Preisen angeboten, weil manchenorts hört man von Angeboten, die keine Angebote sind, sondern ein Vielfaches über den üblichen Marktpreisen liegen. Insofern herzlichen Dank an die vielen Unternehmen, die uns herangetreten sind im Stab und die uns helfen wollen. Nur gemeinsam schaffen wir diese große Krise zu überwinden. Alles Gute und einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Ihr Matthias Grote.